ihr Lieben, ich habe mal wieder bei Faltkarten und Kulrike bestellt und wollte euch meine neuen Schätze mal zeigen. Es gibt neue Papiere, neue Aufbewahrungsmöglichkeiten, neue Stempel, neue Stanze und neue Stencils. Ich habe mal wieder voll zugeschlagen. Und wir starten einfach mal mit den Papieren und der passenden Aufbewahrung dazu. Das habt ihr ja immer mit im Paket drin. Eine Bastelanleitung mit dem passenden Designpapier hinten drauf, damit ihr es auch direkt nachbasteln könnt. Wenn ihr auf den QR-Code geht, kommt ihr auf unseren Blog, wo ihr neben diesen Bastelanleitungen noch ganz viele wundervolle Werke vom Designteam findet. Verlinke ich euch auch auf jeden Fall unten. Es gibt ein paar neue unscheinbare Papiere. Und zwar haben wir einmal drei neue Papiere mit 300er Grammatur, also richtig schön dick, auch super für Grundkarten geeignet. Ein Bordeaux-Rot, das habe ich mir jetzt nicht mitbestellt, weil ich so ein ähnliches noch hatte von einer vorherigen Linie. Dann gibt es aber ein Leinen und das hat, ich weiß nicht, ob man es in der Kamera so genau sieht, eine ganz, ganz, ganz feine Leinenstruktur. Schauen, seht ihr es so besser? Nee. Ah, die kann man so schlecht sehen, aber die ist wirklich super mega fein auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es glatt und es ist ein bisschen abgetöntes Weiß. Zum Vergleich nehmen wir doch mal ein Stückchen Elfenbein dazu. Ja, entspricht ungefähr Elfenbein, aber eben mit so einer schönen Leinenstruktur. Dann gab es neu das Papier Hammerschlag. Das ist noch ein bisschen dunkler. Ich zeige euch gleich mal den Vergleich. Hat auch eine 300er Grammatur und hat eben so eine Hammerschlag-Struktur. Auf der einen Seite ein bisschen krasser. Ich glaube, da seht ihr es auch besser. Ja, da sieht man es auch super in der Kamera. Auf der anderen Seite ein bisschen weniger stark, so dass man sich das eben auch aussuchen kann, welche Struktur einem am besten gefällt. Das ist eher so ein Altweiß, würde ich sagen. Wenn ich jetzt das Leinen daneben liege, seht ihr, dass es mehr Richtung Cremefarben geht hier beim Hammerschlagpapier. Gefällt mir beides sehr gut und ja, sind so Standardpapiere, die man immer mal wieder nutzen kann, finde ich. Dann gibt es neue Designpapiere und zwar einmal den asiatischen Blütentraum, bunter Tintenzauber und kulinarischer Gaumenschmaus. Die gehen wir gleich auch alle mal einmal zusammen durch. Ich wollte euch aber noch was anderes zeigen, was es jetzt neu gibt bei La Creative bzw. Faltkarten. Und zwar sind das so Aufbewahrungsboxen, die ein Maß haben von 16x16 cm. Das heißt, da passen genau 6x6 Inch Papiere rein, aber natürlich auch viele andere tolle Sachen, Stifte und so weiter. Das basteln wir jetzt mal hier einmal zusammen. Jetzt hoffe ich, blamier mich nicht, weil das bastel ich jetzt auch zum ersten Mal selber. Ah ja, erstmal hier so den Boden, einmal alles nachfalten. Von außen ist es so ein bisschen liniert, das merkt man halt auch, das ist so ein bisschen eingeprägt. Und genau, dann schlagen wir mal einmal den Boden über. Dann sind hier so drei so Schlitze. Da kann man einmal die beiden Seitenlaschen reinbringen. Einmal hier. Und einmal, na komm, einmal hier. Und dann kann man eben den Deckel runterklappen und hier die mittlere Lasche dort reinschieben. Und schon habt ihr eine wunderbare, schöne Box für eure 6x6 Inch Papiere. Und ja, könnt ihr richtig schön staub- und ein bisschen lichtgeschützt auch aufbewahren. Und habt so auch dann schön lange Freude daran. Ich bringe jetzt mal meine Papiere hier rein. Das passt wunderbar rein. Und lässt sich eben so auch ganz gut verstauen, ins Regal stellen oder in die Schublade, je nachdem, wie ihr das so handhabt. Dann gehen wir die Papiere doch einfach mal durch und starten mit dem kulinarischen Gaumenschmaus. Alle drei Papiere sind in 6x6 Inch, sprich 15,25x15,25 cm. Sie beinhalten 24 Bögen.
die doppelt bedruckt sind, haben eine 170er Grammatur. Und dann starten wir mal beim kulinarischen Gaumenschmaus. Habt ihr auf der einen Seite eben Motive mit Obst, Gemüse, anderen Backzutaten und auf der Rückseite habt ihr wieder Muster, also relativ simple, aber farblich passende Muster. Da gehen wir jetzt einfach mal durch. Auch die Startseite sozusagen ist mit einem wunderschönen Olivenmotiv auf der Rückseite versehen. Dann haben wir Zitronen. Immer zwei Motive. Auf der Rückseite so ein dunkelgrün mit Punkten. Dann haben wir Chilis. Auf der Rückseite dunkelrot mit so einem Wabenmuster. Dann haben wir hier bunt gemischtes Gemüse. Auf der Rückseite lila mit Streifen. Dann haben wir bunt gemischtes Obst. Finde ich auch sehr, sehr cool so für den Sommer. Auf der Rückseite gelb mit so, ja, so einem Muster. Hier haben wir ein bisschen Kochutensilien, Töpfe, Löffel, Pfannen. Auf der Rückseite schwarz-weiße Streifen, schön breit. Dann haben wir Tomaten und rot mit Streifen. Also das gefällt mir auch sehr gut. Dann haben wir Orangen und auf der Rückseite so ein orangenes Muster mit so ein bisschen Unterbrechungen drin. Das finde ich auch sehr cool, zum Beispiel für eine Einladung zum Essen oder so. Besteck in so grau-schwarztönen auf weißem Hintergrund. Hinten drauf haben wir eine graue Fläche mit ja, Kästchen, angedeuteten Kästchen. Dann einmal Pizza, finde ich auch super. Auf der Rückseite so ein helles Orange mit ungleichmäßigen Streifen. Dann haben wir Weinflaschen. Finde ich auch sehr cool, wenn man zum Beispiel auch mal Wein verstenkt und das mit auf einen Tag drauf bringt und was man einfach an die Weinflasche dran bringt. Hinten so ein abgedecktes Lila mit Schwarz. Dann Erdbeeren. Ich liebe Erdbeeren. Ein sehr, sehr schönes Motiv. Hinten drauf rot mit so ein bisschen Muster. Dann haben wir noch Avocado. Und hinten drauf so ein Grün. Das erinnert mich auch so ein bisschen an Wiese, muss ich sagen. Ja, vielleicht auch für Ostern. Also sehr, sehr viele schöne Designs in dem Set kulinarischer Gaumenschmaus. Das war dieses. Dann haben wir den bunten Tintenzauber mit den gleichen Eigenschaften wie beim kulinarischen Gaumenschmaus. Und da sind mehr so, ja, Tintenkleckse, Alkohol, Ink, an sowas erinnert mich das. Hier einmal in relativ bunt, dann blau und gold. Es sieht sehr edel aus. Auf der Rückseite grün, gold und blau, sieht auch sehr schön aus. Das nächste Papier von der Vorderseite ähnlich. Auf der Rückseite auch ähnliche Farben. Dann haben wir pink und türkis. Die Rückseite pink und gold. Also ich finde, das Papier sieht sehr, sehr, sehr edel aus, muss ich sagen. Hier auch wieder ähnliche Farben drin. Dann einmal ohne Gold, pink und türkis. Und auf der Rückseite wieder mit ein bisschen Gold. Hier haben wir wieder blau und weiß Töne mit so einem bräunlichen oder beigen Farbton drin. Das könnte ich mir auch gut vorstellen für so einen aquatischen Hintergrund. Das finde ich auch sehr cool für eine Karte. Hier einmal weiß mit blau. Das sieht mir eher so ein bisschen nach Pouring aus, nicht so nach Alkoholink. Hinten mit grün, blau und türkis. Einmal noch türkis, blau und gold. Oh, das finde ich auch sehr, sehr cool, wenn das hier so runterläuft. So. Fangen wir hier oben an. Hier so ein Verlauf, finde ich auch sehr cool, dass nicht alles eingefärbt ist. Hier dunkelblau und braun, orange, türkis, ziemlich bunt und als letztes nochmal so ein Papier. Finde ich auch sehr, sehr schön, das Papier.
lässt sich auch, finde ich, immer vielseitig einsetzen, solche Papiere. Sei es nur ein kleiner Ausschnitt oder so im Hintergrund. Das passt mir immer ganz gut. Last but not least haben wir noch den asiatischen Blütentraum. Auch wieder mit den gleichen Eigenschaften. Oi, ist der nicht süß? Also die Panda-Bär-Fraktion darf jetzt alle mal bitte Oh machen. Der ist richtig süß. Dann haben wir hier so einen japanischen Pavillon unter einem Kirschblütenwald fast schon. Ah, hier die Kirschblüten finde ich auch traumhaft schön. Hier nochmal eine Pagode. Pfingstrosen. Ein kleines Bäumchen mit Kirschblüten. Auch nochmal wunderschöne Kirschblüten. Also das ist ein Papier, wenn die Kirschblüte gerade ist. Ne, dann Kirschblüten auf schwarzem Hintergrund, finde ich auch ganz cool. Einmal pinke asiatische Schriftzeichen. Dann haben wir Vögelchen. Finde ich auch sehr schön. Auf der Rückseite nochmal Kirschblüten. Dann eine Libelle. Auf der Rückseite, oh, ein süßes Äffchen. Und auch so naturnah gemalt, ne? Also richtig toll. Hier haben wir so ein paar Einzelmotive, die man dann auch vielleicht ausschneiden könnte und auf eine Karte oder ein Layout bringen könnte. Hier auch nochmal Landschaften, so ein bisschen abstrakter. Einmal Tape-Time. Bambus, auch super cool, wenn ihr jetzt irgendwie einen großen Panda-Stempel oder sowas habt, den da einfach draufzusetzen. Was ich liebe, Sushi. Also wer mir eine Freude machen will, macht mir Sushi. auch hier nochmal wunderschöner Bambus hinten drauf. Dann haben wir hier so eine Auswahl an asiatischen Speisen. Auch hinten drauf nochmal Sushi auf schwarzem Hintergrund, finde ich auch sehr cool. Dann haben wir hier eine Geisha. Hinten drauf nochmal so Einzelmotive. Ja, da könnte ich mir auch eine schöne Räucherstäbchenverpackung mit vorstellen. Ne, wenn man einfach so eine Kleinigkeit zum Mitbringen machen möchte, das vorne drauf, ein paar Räucherstäbchen rein. Ja, ne, wer gerne Räucherstäbchen mag, die kann man damit super verschenken. Dann nochmal, oh, süße Pandas mit Baby. Und noch einmal so ein bisschen abstrakterer Bambus. Gefällt mir auch sehr gut. Also grundsätzlich finde ich die Papiere, zumindest auch kulinarischer Gaumenschmaus oder auch hier diese asiatische, auch super dazu geeignet, um zum Beispiel ein Rezeptbuch zu gestalten. Ne? Also hier habt ihr die asiatische Küche vertreten. Auf dem anderen habt ihr ganz viele verschiedene Dinge, gerade so Obst und Gemüse vertreten. Ich glaube, da könnte man auch super, ja, zum Beispiel Teiler machen für ein Rezeptbuch oder so. Ja, das sind so die Ideen, die mir dazu kamen. Das waren jetzt die Neuheiten von La Creative, ehemals Faltkarten, ne? Die haben sich ja umfirmiert und so langsam heißen eben auch die Papiere nach La Creative und nicht mehr nach Faltkarten. Dann habe ich mir noch eine Neuheit von Kurike bestellt. Das ist die Standschablone Herz an Herz. Da sind vier so kleine Herzchen drin. Und die fand ich gerade jetzt zum Valentinstag sehr süß. Also einmal ein Herz, was hier so drüber passt. Was man in den Hintergrund auch legen kann, weil hier wird quasi das kleine Herzchen mit ausgestanzt. Und dann nochmal das Ganze in etwas kleiner. Ja, auch eine sehr, sehr coole Stanze und ja, kann man immer mal gebrauchen, so kleine Herzen. Und ihr könnt ja sogar auch noch die dritte und vierte Größe, also die kleinen Herzchen, die rauskommen, mitverwenden. Ne? Herzen sind nie weg, kann man immer gebrauchen. Dann durfte von Kurike noch die Konfetti-Stanze mit, die hatte ich noch nicht. Und es ist ja bald Karneval und ich plane da was. Ich habe da eine Idee für eine Karte und da brauchte ich diesen Schriftzug Konfetti. Er hat eine Größe von 6,8 x 3,5 cm, also schon ordentlich. Die Buchstaben hängen alle zusammen, auch der I-Punkt ist nicht einzeln. Das ist ja, finde ich, immer ganz praktisch, damit der auch nicht verloren geht. Nennt sich Konfetti, die Stanze, und werdet ihr in einem meiner nächsten Videos wahrscheinlich sehen. Dann durften noch ein paar Stempelchen mit. Einmal von Lawnfawn fand ich diese Herzchen super. Jetzt kurz vor Valentinstag ist man irgendwie wieder bei der Bestellung im Herzchenrausch, ne? Aber
Hier ist einmal Happy Valentine's Day, aber auch You Make My Heart Happy, was man halt so das ganze Jahr über verwenden kann. Und was ich halt super süß fand, sind die kleinen Sprüche, die mit dabei sind, die man auch überall mal so unterbringen kann. Einmal XOXO, Mwa, kenne ich jetzt nicht. Wer besser Englisch kann oder da irgendwie einen Bezug zu hat, kann mir ja mal sagen, was das heißen soll. Hugs and Kisses auch so in so ganz klein, das kann man vielleicht auch nochmal so in den Hintergrund stempeln. Sending Love, I Love You, Hello Valentine und dann ein bisschen größer Love You Lots und Would You Be Mine. Also fand ich total süß, das Stempelset von Lawnfawn. Von Lawnfawn habe ich ehrlich gesagt gar nicht so viel, weil die Figürchen sind mir immer, also ist nicht so mein Stil irgendwie, mag ich nicht so, aber das fand ich richtig cool. Was wir neu im Shop haben, ist Stampendous. Und bei Stampendous hätte ich ehrlich gesagt super, super viele Sets kaufen können. Ich habe mich jetzt für die drei entschieden. Einmal hier mit so einer Tasse und einem Blumenbouquet, was auf die Tasse drauf passt, was man aber auch gut einzeln stempeln kann. Mit ein paar Wörtern drum. Auch die Schrift finde ich super schön. Happy, Joy, Comfort, Wishing You a Cup of Courage, Love, Gratitude und for a friend. Und auch hier die Blume könnte man zum Beispiel auch einzeln nutzen oder einfach hier aus der Tasse rausragen können. Das nennt sich Pop Rose Teacup, das Stempelset. Dann durfte noch dieses hier mit. Da ist so ein Schmetterlingsrahmen dabei. Und zwei einzelne Schmetterlinge. A cheery hello for my friend. Live every moment, love every day und love beyond words, nennt sich Winged Frame. Und da stelle ich mir auch wirklich eine One-Layer-Card vor, wo du wirklich eine viereckige Karte hast, den Rahmen stempelst und einen Spruch davon in die Mitte setzt oder einen deutschen Spruch in die Mitte. Wer es mit noch ein bisschen mehr Pop haben will, kann auch diese einzelnen Schmetterlinge nochmal drüber setzen, dass sie von unten reinfliegen oder so. Also ja, fand ich total schön. Und dann durften auch ein paar Süßis mit. Die Fury Friends, Transformers nennen sie sich. Da gibt es mehrere verschiedene Stempelsets. Ich habe mir jetzt dieses hier ausgesucht, weil es für mich am universellsten war. Da habt ihr halt verschiedene Tierköpfe, die ihr mit verschiedenen Körpern, Beinen, Händen und Gesichtern kombinieren könnt, sodass ihr euch da wirklich auch Tierchen zusammenbauen könnt. Die Blätter fand ich auch ganz süß, um auch nochmal so einen Hintergrund zu gestalten. Hier die Beispielkarte hinten drauf finde ich auch sehr, sehr cool. Die nennen sich, wie gesagt, Transformers Fury Friends. Und von diesen Transformers gibt es halt noch ein paar andere Motive. Ja, fand ich halt mega süß. Und sind auch wirklich Tierchen dabei, die ich so jetzt noch nicht hatte. Also zum Beispiel ein Panda hatte ich noch nicht, ein Koala auch nicht. Doch, ein Fuchs wohl. Aber mega süß. Mag ich sehr gerne. Dann ist auch noch eine neue Marke eingezogen in den Shop. Und zwar bei Lene Stamps. Und da fand ich diese Stanzen und Stempel total süß. Das sind so Strichmännchen, einmal für Erwachsene und einmal auch für Kinder und sogar für ein Baby mit Teddybär, Schnuller. Dann ist hier noch ein Fußball mit dabei und das Gleiche mit den Kindern habe ich auch nochmal als Stempel. Da gibt es auch nochmal Teenager von und auch die Erwachsenen als Stempel, aber ich fand halt diese Stanzen so cool. Vielleicht auch, um zum Beispiel für Lehrer oder Erzieher Dankeskarten zu machen und oder Familie darzustellen. Bald seid ihr einer mehr, wie auch immer. Ich fand das einfach irgendwie stylisch und hatte da ganz viele Ideen zu, deswegen durften die mit. Dann hatte ich mir passend zu dem Designpapier kulinarischer Gaumenschmaus diese Stanze rausgesucht. Da gab es auch mehrere, aber ich fand das hier mit den Cocktails so passend, zum Beispiel zu den Obstpapieren. Da schneidet man einfach hier so einen Rahmen aus oder eine Kante aus. Nennt sich Time to Party, die Stanze. Fand ich auch ganz süß. Und hat halt auch eine Größe, wo ich denke, dass wir da mit unserem deutschen
Maßen ganz gut klarkommen. Ich nehme sie mal raus und messe mal nach. Ja. Also das müsste auf jeden Fall auch auf 14,8 passen. Wir messen hier einfach mal nach. Wir haben hier eine Schnittkante von 15 cm, aber wenn ich jetzt auf 14,8 gehe, habe ich auf jeden Fall auch alle Cocktails mit drauf und hier noch so ein Stückchen überstehen. Das passt mir gut, auch für unsere Maße. Dann durften noch Stencil mit. Einmal diese Layering Stencil, auch unter anderem für Valentinstag, aber auch so. Das ist Mark Making Hearts von Sizzix. Und da habt ihr halt mehrere Schablonen, die ihr übereinander legen könnt und verschiedenfarbige Herzen übereinander legen könnt. Da fand ich auch dieses Beispiel mit Rot- und Rosatönen total süß. Ach so, das ist ganz cool gemacht, finde ich, weil ihr habt hier diese Löcher. Das ist eigentlich gedacht für dieses neue Stencil-Tool von Sizzix auch. Oder ich glaube, es heißt Multitool. Da könnt ihr halt diese Stencil dann oben einhängen mit diesen Löchern. Aber die sind natürlich auch praktisch, um die Stencils einfach so passend übereinander zu legen. Wenn ihr das Papier habt, markiert euch einfach die Löcher mit einem Bleistift vor. Und dann könnt ihr immer wieder eure Stencil passend darüber legen. Ist auch nummeriert, 1, 2, 3, 4. Wer mag, kann die natürlich auch einzeln verwenden, ne? Nur einzelne Herzchen machen. Ja, fand ich ganz süß, ne? Durfte mit. Und was ich noch nicht hatte, waren Kleeblätter als Stencil. Da durfte von Echo Park diese mit. Nennt sich Shamrock and Roll Stencil. Einfach verschiedenste Kleeblätter im Hintergrund für eine Glückwunschkarte und so weiter. Das war mein Einkauf und jetzt werden wir noch schnell und kurz kreativ und machen eine flotte Karte. Für eine schnelle flotte Karte eignen sich natürlich Designpapiere immer wunderbar, weil das Motiv ist schon fertig, es ist schon koloriert und man kann einfach was drüber setzen und hat die Karte an sich fertig. Ich habe mich jetzt entschieden für das Orangenmotiv. Und eventuell auch die orangene Rückseite, die natürlich super dazu passt. Und ich möchte mit euch eine Gatefold-Karte machen, zusammen mit dieser Stanze. Ich habe mir jetzt für meine Gatefold-Karte ein DIN A4-Papier in Weiß von Waldgarten genommen. Und da gehe ich mir jetzt einfach von der Breite her auf 14,8. Schneide das diesmal aber ausnahmsweise mal nicht papiersparend zurecht, sondern so, dass ich ein etwas längeres Stück dann bekomme. Also einmal quasi die kurze Seite anlegen und dann schneiden. Und jetzt falzen wir einmal bei 10. Und bei 20,5. Und dann haben wir hier eben noch ungefähr ja, so 9,2 oder so über. Und bevor ich das jetzt zusammenfalte, werde ich hier schon mal einmal meine Stanze nehmen und mir da ein Ende abschneiden. So, ich möchte jetzt das 10 cm Stück quasi nach innen machen und dieses Stückchen hier, das kürzeste, nach vorne. Und da positioniere ich mir jetzt auch meine Stanze. Legen wir das hier einmal quer drauf. Leider müsste das ganz gerade drauf und kann nicht angeschrägt angelegt werden, weil eben die Stanze wirklich von einem bis zum anderen Ende der Platte reicht. Und dann gebe ich mir die Standschablone einmal durch. Oder auch 3-4 Mal und dann ist das auch sehr gut ausgestanzt. Da nehme ich wieder mein Stanzentool, um hier mir die ganzen kleinen Dinge rauszubröckeln. Das klappt damit echt wunderbar. So, und jetzt falze ich mal einmal mein Kärtchen nach.
Einmal darf das 10 cm Teil in die Mitte und einmal dieses hier. So, das gefällt mir schon ganz gut. 10 cm deswegen, damit sich dieses hier besser hier reinklappt. Da habt ihr dann zwar hier so eine Kante, aber mich stört die nicht und ich finde, das klappt sich besser rein. Für hinter das Motiv möchte ich dann gerne die Orangen nehmen und auf der Vorderseite hier das kleine Stückchen werde ich dann mit der Rückseite machen. Dafür schneide ich mir das Designpapier jetzt einmal zurecht. 0,5 kleiner als der Aufleger. Jetzt bin ich mal eben am Gucken. So rum gefällt mir das, glaube ich, am besten. Einmal auf 9,5 cm mal 14,3. Das passt dann schön hier hinter. Und ich möchte als erstes möchte ich jetzt dafür sorgen, dass ich quasi hier um die Gläser drumherum mir das Ganze abschneiden kann. Dafür nehme ich halt wieder meine Stanze und lege sie quasi mit der Seite, wo die Gläser hier eingeschnitten sind, einmal nochmal auf mein Designpapier auf. Und dann habe ich nämlich den passenden Abdruck, wo ich entlang schnibbeln kann. Ja, das reicht, wenn man ungefähr hier diesen Streifen dann hat, ne, also dass man hier quasi dieses komplette Teil einmal wegstanzt. So, damit gebe ich mir das dann einmal auch durch die Big Shot durch und sehe dann, wo meine Gläser eben aufhören und kann dann nochmal gucken, genau, wo muss ich denn jetzt schneiden, damit ich eben eine kleine Kante habe. Sehe hier eben auch diese, weiß nicht, ob man das in der Kamera sieht, aber die Abdrücke von zum Beispiel hier dem Glas sieht man ganz gut. Und da nehme ich mir jetzt einfach eine Schere und schaue, dass ich überall so einen kleinen Zentimeter abschneide, so 2-3 cm drumherum schneide. Kann mich da auch immer wieder dran orientieren. Und auch die geraden Flächen schneide ich ab. Und dann gucke ich mal, ob mir das schon so passt. Ja. Oben darf noch ein Stückchen länger. Und dann kann ich halt auch noch mal korrigieren. Was ihr mit dieser Stanze auch noch machen könntet, wäre, dass ihr die noch einmal mit einer Silikonmatte durch die Big Shot gebt. Ich glaube, das mache ich jetzt bei dem Weißen auch noch mal, weil die hat hier noch so Prägeelemente. Da zum Beispiel oder hier. Und dann kann man die Gläser noch ein bisschen besser voneinander unterscheiden. Also klebe ich mir die hier nochmal auf. Das sind ja dann immer zwei Schritte bei der Big Shot. Einmal wieder reinrasten lassen, das geht immer ganz gut. Und dann nehme ich mir die Big Shot und ich habe hier so eine Matte von Sizzix. Embossing und Transfer Set nennt sich das. Ich glaube mittlerweile heißt es ein bisschen anders, aber funktioniert genauso. Und damit könnt ihr halt zum einen auch nur mit Stanzen prägen oder Stencil prägen oder eben auch solche Stanzen ein bisschen, die eben diese Prägedinge haben, auch ein bisschen nochmal reinbringen in euer Motiv. So, da lege ich mir das an und ich meine, das passt so. Also,
vom Aufbau her habe ich jetzt genommen, das, was im Set dabei war, einmal diese Extramatte und die Silikonmatte, dann die Grundplatte und eine Acrylplatte. Und dann machen wir das mal hier vorsichtig ab. Seht ihr hier die Prägung noch mal ganz genau rausstechen. Das finde ich immer ganz schön. Deswegen mache ich das gerne, gerade bei solchen Stanzformen, wo das auch vorgesehen hat, ist noch mal mit. Und genau, jetzt gucke ich, wie groß mein Aufleger hier sein muss. Und markiere mir einmal die Stellen, wo ich schneiden muss. Das hier unten passt schon ziemlich gut. Dann einmal hier und einmal hier, dass ich einen gleichmäßigen Rand bekomme. Und dann lege ich mir das in meine Schneide, in mein Schneid- und Prägebrett. Und lege die Markierung hier schön mittig in meine Rille und säbel das Papier da einfach mal ab. So. Die Streifen nicht wegschmeißen, die finde ich auch noch sehr dekorativ für so ein paar Kärtchen. So. Das passt mir schon ganz gut. Jetzt kommt da noch ein Spruch drauf. Dafür nehme ich mir jetzt eine Stempelhilfe dazu und lege das hier so rein, wie es auch rum muss. Ne? Also achtet drauf, dass ihr hier richtig rum seid, sonst ist es nachher ärgerlich. Und ich habe mir jetzt dieses Stempelset hier ausgesucht von Curike. Das nennt sich Wünsche. Da gibt es auch die passenden Stanzen dazu. Die nutzen wir heute aber mal nicht, sondern stempeln das direkt aufs Kärtchen drauf. Soll ja eine schnelle Karte sein, ne? Und dann nehme ich mir hier dieses Alles Liebe. Das passt nämlich wunderbar hier bei den beiden unteren Gläsern rein. Und schaue, dass das alles möglichst gerade ist. Da kann man sich immer bei solchen Schnörkelschriften, die dazugehören, am besten orientieren. Das passt. Und stempel heute mal mit dem Schwarz von Faltkarten, das Inkpad. Auf mein Designpapier direkt drauf. Und ja, da reicht mir auch ein Abdruck. Und jetzt kann ich mir meine Gatefold-Karte einfach schon mal zusammensetzen. Vorne drauf kommt das Stückchen hier. Das klebe ich tatsächlich mit einer Klebemaus auf, weil das Designpapier relativ dünn ist und ich nicht möchte, dass da nachher irgendwie von Flüssigkleber was durchscheint. Aber ich habe halt hier auch so kleine Dinge, wo ich relativ nah den Kleber auch dran haben möchte. Und da eignet sich halt ja doppelseitiges Klebeband nicht so gut. Und dann muss es halt auch mal ausnahmsweise der Kleberoller tun. So. Und jetzt gucke ich, dass ich schön gerade werde. Und hier auch passend an meinen Gläsern bin. Auf der Innenseite kommt dann unser anderes Stück Papier. Gucke ich mal wie rum. Ich glaube, so passt mir das ganz gut. Auch das klebe ich jetzt der Einfachheit halber mal mit doppelseitigem Klebeband aus dem Roller auf. Habe ich halt hier gerade liegen, ne? So. Und auch da gucke ich, dass ich möglichst gerade das Ganze aufgeklebt bekomme. So, und dann habe ich mir hier noch so ein paar goldene Glitzis aus meinem Bestand rausgesucht, die ich jetzt noch mal ein bisschen verteile. Und dann ist mein flottes Kärtchen mit dem Designpapier auch schon fertig. Ich mag es sehr gerne, ich finde auch die Standschablone sehr, sehr cool. Und ja, jetzt könnt ihr hier einfach in der Mitte was schreiben.
Und das Ganze zum Geburtstag oder auch einfach so verschenken. Ich wünsche euch jetzt einen wundervollen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr schaut, und sagt ciao, bis zum nächsten Mal. Ein kleiner Nachtrag zum Haul. Ich möchte euch ja nichts unterschlagen. Zwar habe ich mir noch mitbestellt hier dieses Glossy Spray von Dina Weekly Media. Wir haben jetzt ganz viele Produkte von Dina Weekly im Bestand. Und ihr wisst ja, wenn ich weiße Sprenkel mache, nehme ich ja normalerweise Acrylfarbe und verdünne die und bla bla blub. Und ich habe überlegt, dieses Spray möchte ich nutzen, um weiße Sprenkel zu machen. Und dabei eben nicht erst alles mischen zu müssen, die Hälfte der Farbe dann wieder abzuwischen und wegzutun. Und das probieren wir jetzt mal kurz aus. Ich habe mir da jetzt einfach mal so ein Stück schwarzen Cardstock genommen. Und das Media Gloss Spray ist ein undurchsichtiges Acrylspray mit einem Glossy Finish. Also das, ja, da kann man halt mit sprühen, aber man kann natürlich auch damit. Da kann man halt mit sprühen, aber man kann damit natürlich auch ein paar Spritzer setzen. Das zeige ich euch gleich mal. Und wir probieren das jetzt einfach mal aus. Ich lege mal eben so ein bisschen Schutz drunter. Ich habe jetzt hier ganz normalen schwarzen Cardstock. Natürlich müsst ihr auch immer ein bisschen schütteln, wobei das sich hier anscheinend nicht so abgesetzt. Und jetzt einmal ein paar Mal pumpen. Ja, das sieht schon mal cool aus. Und jetzt versuchen wir noch mal ein paar Sprenkel. Dafür nehme ich halt immer hier das Röhrchen raus und klopfe das so ein bisschen über das Papier. Und dann habt ihr auch Sprenkel. Und dann zeige ich euch gleich noch mal, wenn es ganz getrocknet ist. So, ich habe es jetzt ein bisschen angeföhnt. Hier in der Mitte ist noch ein bisschen feucht, aber bevor mir das Papier zu sehr wellt, ja, wollte ich da jetzt nicht weiterführen. Also ihr seht schon, es ist auf jeden Fall undurchsichtig. Man sieht super weiße Sprenkel, wie mit verdünnter Acrylfarbe, vielleicht sogar noch besser. Also die Pigmentierung ist hier klasse. Ja, und da ich weiße Sprenkel liebe, freue ich mich sehr über mein neues Spray von Dina Weekly.